So, wir haben jetzt 6:53 Uhr. Ich denke mal, eine Mission können wir noch machen. Und dann war es das erstmal für heute. Nach vorne ausrichten. Voller Schub auf die Triebwerke. Bereit machen für Warpsprung auf mein Kommando. Jetzt! Was zur Hölle war das? Jahrelang waren die Zerg verschwunden. Warum greifen sie jetzt Massara an? Und nicht nur Massara. Sehen Sie sich das an. Kam es zu einem ausgeklügelten Angriff der Zerg. Tod und Verwüstung auf allen Grenzwelten erlitten hohe Verluste. Die Zahl der Opfer geht in die Milliarden. Vor wenigen Minuten griffen die Zerg ein Militärforschungszentrum der Liga an. Ich will verdammt sein. Explosive Bilder belegen, dass die Königin der Klingen in der Tat den Schwarm anführt. Kerrigan. Wir wussten, sie taucht wieder auf. Aber was hat sie vor? Sie will es zu Ende bringen. Ich finde, das hat so Kinocharakter, auch so die Story dahinter, ne? Mega nice. Niemand weiß, was die Zerg uns dieses Mal entgegensetzen werden. Sir, wir müssen sicher gehen, dass unsere Ausrüstung und unser Munitionsvorrat der Herausforderung gewachsen sind. So auch vom Sound absolut. Und so her. Ich schau mal bei Swan im Arsenal vorbei. Wie ich ihn kenne, hat er schon ein paar Upgrades für uns. Ich frage nicht gerne, Sir. Aber gibt es einen Grund, weshalb sich dieser Sträfling noch immer auf meiner Brücke befindet? Hey, immer mit der Ruhe, Matt. Tychus ist einer meiner ältesten Freunde. Er hat vor ein paar Jahren aus einer echt brenzligen Situation geholfen. Ich schulde ihm was. Nun ja, dein Freund hat eine Vorstrafenliste so lang wie... Meine? Glaub mir, wenn Tychus Findlay mich tot sehen wollte, dann wäre ich es schon längst. Verstanden, Sir. So, Missionsarchiv, die Repairing Arsenal. Das müssen wir auf jeden Fall machen, denn wir brauchen ja Unterstützung. Seht mal her, unser glorreicher Anführer ist zurückgekehrt. Was liegt an, Cowboy? Was gibt es Neues, Swan? Das Übliche. Ich schraube an neuem Spielzeug für unsere Truppen. Du verpasst unsere Ausrüstung den letzten Schliff, was? Oh ja, hier auf der Konsole kannst du Upgrades hinzufügen. Aber so eine Armee auszurüsten ist nicht ganz billig. Diesmal hast du doch bestimmt Credits mitgebracht, oder? Ich weiß, wir waren in letzter Zeit knapp bei Kasse. Aber dieses Artefakt, das wir auf Marsara aufgelesen haben, wird uns ordentlich was einbringen. Das habe ich vorher schon mal gehört, Kumpel. Diesmal ist es was anderes. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Oh ja. Alter, das ist auf jeden Fall nice. Jo, das kann auf jeden Fall nicht schaden. So, nice. Ja, das brauchen wir nicht. Brücke. Nächste Mission. Go, go.
mal falsch. Wo sind wir denn? Ah. Die allgemeine Lage, Matt. Wir haben ein Notsignal vom Planeten Agria erhalten. Die Jungs von... Empfange Übertragung. Ich danke Ihnen tausendmal, dass Sie auf unseren Hilferuf geantwortet haben, Commander. Ich bin Dr. Ariel Hansen und ich vertrete die Menschen der Agria-Kolonie. Schön, Sie kennenzulernen, Doc. Nennen Sie mich einfach Jim. Wie ist die Lage? Die Zerg haben unsere planetaren Verteidigungsanlagen vernichtet. Die Kolonie ist verloren. Während der letzten 12 Stunden war es uns noch möglich, Menschen zum nächstgelegenen Raumhafen zu evakuieren. Aber die Angriffe der Zerg sind mittlerweile so heftig, dass wir niemanden mehr durchbekommen. Wenn Sie und Ihre Leute die Straße sichern, dann können wir damit beginnen, alle paar Minuten die restlichen Flüchtlingsgruppen loszuschicken. Keine Sorge, Doc. Wir bringen Ihre Leute in einem Stück zu diesem Raumhafen. Ich bete, dass Sie recht haben, Commander. Die Zerg sind schrecklicher, als ich mir je hätte vorstellen können. Sowas ist immer mega schwer. So, Kolonien oder irgendwas beschützen, irgendwas auf Zeit, das ist auf Portal immer echt übel. Feuerfresser organisiert, Cowboy. Mit ihren Flammenwerfern können wir den Zerg ordentlich einheizen. Gefährlich? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Riecht nach. Sie. Ich bin weiter. Das ist das Problem. Wir haben Druck. Und wenn wir uns messen, ist das Leben verboten. Wen soll ich einsetzen? Alter, das Makro des Todes. Habt ihr das gesehen? Gott sei Dank, dass Sie hier sind. Ich übertrage Ihnen die Kontrolle über die Hauptgebäude, damit Sie uns bei der Evakuierung der Kolonie helfen können. Ja, das ist nett. Aufgetan. Ich bin ganz Ohr. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. BBF bereit. Was liegt an? Benötige weitere Depots. Pass auf. Wir müssen die Konvois den ganzen Weg zum Raumhafen begleiten. Sonst haben sie keine Chance, diesen Planeten rechtzeitig zu verlassen. Der erste Konvoi wird demnächst Lark's Crossing verlassen. Bereit machen! BBF bereit. Hier komm ich! Schlechte Neuigkeiten? Benötige. Das war knapp. Jetzt geht's rund! BBF bereit! Button! Nicht anhalten! Für nichts und niemand! Los geht's! Worauf soll ich ballern? BBF einsatzbereit. Okay. Ich freue mich schon drauf. Wenn ich denen so folge, machen die dann auch gleichzeitig hier. Kommt noch was? Beschützen? BBF bereit. Und im Auge behalten. Nur zu. Durchgeladen und entsichert. Da hatte jemand den richtigen Riecher, Bunker zur Verteidigung der Straßen einzurichten. Aber warum sind sie leer? Die Liga hat sie in dem Moment aufgegeben, als die Zerg angegriffen haben. Das Schicksal der Kolonie hat sie nicht weiter gekümmert. Tut mir leid, das zu hören, Doc. Wenigstens sind die Bunker gut positioniert. Ich sehe zu, dass sie bemannt werden. Jetzt geht's schon! BBM einsatzbereit! Ja. Das sieht gut aus. Verbrannte Erde. Los, los, los! Gut gemacht. Erreich machen, Jungs! Los, gelaufen! Der Konvoi ist in Gefahr. Auf sie, Jungs! Abmarsch bereit!
Okay. Das hat schon mal funktioniert, oder? Jo. Shit. Ja, kann ich nicht bauen. Kapiert, Satten. Nur zu. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Ist ein weiter Weg zum Raumhafen, Partner. Wie sollen wir den komplett überwachen? Wir können die Route mit mobilen Truppen freihalten oder mehr Bunker bauen, um die Zugänge zu blockieren. Sollte beides funktionieren. Shit. Bingo! Der nächste Konvoi ist gleich bereit zum Aufbruch, Commander. Bitte sagen Sie Ihren Leuten Bescheid. Ja, kannst du aber ein bisschen weniger stressen hier jetzt. Was ein stressiges Spiel. So, wir haben jetzt genug Doktoren. Oh Junge. Auf zum Raumhafen. Los, Bewegung. Sammeln Sie diese komischen Dinger da, ja. BBF einsatzbereit. Kommt noch was? Selbstverständlich. Kann's kaum noch. BBF bereit. Erweiterung fertiggestellt. Freu mich schon drauf. Abmarsch bereit. Erweiterung benötige weitere Depots. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Das sind unschuldige Menschen! Was machen Sie denn da? Hä? Die Kolonisten werden angegriffen. Wir müssen sie retten. Kann's kaum noch erfahren. Okay, wie ist das jetzt passiert? Keine Ahnung, wie das schon wieder passiert ist. Die Zerg greifen den Konvoi an. Auf sie! Kommt noch was? Jawohl! Hat aber geklappt, oder? Einen Toten. Schlechte Neuigkeiten? Aber sicher! Okay, einen Toten haben wir. Ernsthaft, hab ich den. Ich hab den getötet, tatsächlich. Okay, das ist ziemlich peinlich. Commander, ein weiterer Konvoi macht sich gleich auf den Weg. Aber das klingt auf jeden Fall ganz nach mir. Warum nicht? Ich kümmere mich drum. Alter. Nicht genug Vespingas. Erstmal eine Banding-Bombe. Bingo! Lasst uns hier nicht zurück! Kann's kaum noch erwarten! Hier komm ich! Geht doch! Sicher! Was liegt an? Bereit machen, Jungs! Benötige weitere Depots. Hier kann ich nicht bauen. Abmarsch bereit. Unsere WBFs werden angegriffen. Benötige weitere Depots. Okay, ich muss jetzt mal gucken, wo das dritte Artefakt ist.
Ja, easy. Die Zerg sind durchgebrochen. Macht sie platt! Sie töten meine Leute! Sie Monster! Okay, solange die Kolonisten in Ruhe lassen, ist alles gut. Ah, zwei Tote. Wahrscheinlich der Fahrer, der stirbt, ne? Okay, ich hab echt schon einen starken... einen starken, wie nennt sich das? Sir, wir haben gerade Zerg-Organismen geortet, die in die obere Atmosphäre eindringen. Ich habe keine genauen Positionsdaten, aber sie sind auf dem Weg zu Ihnen. Freu mich schon drauf! Ein weiterer Konvoi benötigt Geleitschutz, Commander. Krieg da! Jawohl! Durchgeladen! Erweiterung fertiggestellt. Upgrade durchgeführt. Wow, Eigenerschreck. Juhu. Oh, ich hab gleich überhaupt keine Mineralien mehr. Darf sonst noch was sein? Worauf soll ich ballern, Sir? Abmarsch bereit. Jetzt geht's rund. Schon wieder was eingegriffen. Alle da, es kann losgehen. Gefällig. Alter, wie viel habe ich von denen schon wieder? Hier komm ich. Ja, die Zerg-Klinger haben doch gar keine Chance, haben sie doch gar keine. Ja, easy peasy. Der Konvoi ist in Gefahr. Auf sie, Jungs! Nee, der Konvoi ist nie in Gefahr. Das. Guck dir mal diese Streitmacht hier an. Jawohl! Worauf soll ich ballern, Sir? Wer will was? Sind das Banding-Bomber? Da muss ich natürlich drauf aufpassen. Freu mich schon drauf. Kann kaum noch erwarten. Focus Fire. Okay, noch ein, zwei Konvois. Worauf soll ich ballern? Das geht nicht, da ist kein Platz. Sir, ich orte gerade seismische Störungen, die sich auf Sie zubewegen. Es scheint sich um eine Art Tunnelgräberzerg zu handeln. Na wunderbar. Damit auch ja keine Langeweile aufkommt. Wir haben es fast geschafft, Commander. Ein weiterer Konvoi wird demnächst aufbrechen. Okay, ich habe auf jeden Fall genug Heiler. Ich habe genug von diesen Branddingern. Wie viel sind jetzt hier drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, also wenn wir den hier durchbringen, sollte es funktionieren, oder? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Genau. So, 11 sind drin. Auch sicher. Ach, schätze, wir werden es herausfinden. Erschöpft. Sie. Bereit? Mineralienfeld erschöpft.
immer nur auf die Bane-Dinge. Bane-Dinge sind eigentlich die, die am meisten Schaden machen. Und daher einfach rausfokussen und gut ist. Machen echt extrem viel Schaden, ne? Guck mal, ich war jetzt kurz nicht da. Easy, Leute. Zwei Tote geht absolut klar. Nice. Okay. Wie viel haben wir jetzt geschafft? Vier Missionen. Drei oder vier Missionen auf Brutal. Macht Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr. Morgen früh oder heute Abend vielleicht. Heute ist Mittwoch. Vielleicht heute Abend ab 20 Uhr. Geht's weiter und dann schauen wir einfach mal. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im Stream. Ciao, ciao.